diese Rundheit des Raumes gibt so ein Geborgenheitsgefühl. Ganz anders als in den eckigen Räumen. Wir hätten viel mehr runde Wohnräume, wenn wir überhaupt das Gefühl von runden Wohnräumen hätten. Egal, ob du nach Afrika gehst, ob du nach Thailand gehst, egal in welchen Bereichen, hast du runde Gebäude. Angenehme, erdige, runde Gebäude, geschlossene Gebäude. Und das finde ich auch das Schöne an der Jurte. Du brauchst Menschen, die dich dabei unterstützen, die da einfach mitmachen, ja? Und können sich auch einbringen. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und das ist die Zukunft von uns Menschen wieder. Das ist schon Pionierarbeit. Es ist totale Pionierarbeit. Also ganz genau, der Lucy hat gesagt, jetzt steht schon wieder ein Tipi im Wald. Und der eine sagt zu bauen, ganz stolz, weil der mehr gewusst hat, gesagt, das ist kein Tipi. Die Tipi gehört den Indianern und die Jurte gehört den Mongolen. Und wir sind also mit unserem Bauen irgendwann mal abgewichen. Wir haben also das erste Mal gelogen. Und um diese Lüge zu kaschieren, müssen wir neue Sachen drumherum bauen. Die alten Völker haben sehr viel gewusst über das Verhältnis von Raum, Mensch und Kosmos. Unsere gesamte Natur, auch wir, sind harmonikal zum Universum aufgebaut. Aber das ist für mich auch einfach so eine Metapher, dass es immer in der Natur auch mehr in dieses Runde geht. Und wir gehen dann auch diese toten Ecken, die bekannten in einem Rechteck, im Raum zum Beispiel, ne, wo man dann Mysterionlage hinstellt oder versucht, ein Sofa reinzurücken. Ich bin da einfach intuitiv überzeugt davon, dass eine Jurte oder ein rundes Gebäude eine bessere Art ist zu leben. Es gibt ein Hintergrundfeld, eine Hintergrundmatrix und darauf bewegt sich die Lebensenergie. Und wenn ich was harmonisch konstruiere, geht das automatisch in Resonanz mit diesem Hintergrundfeld. Und dann fließt die Energie hinein. Du landest immer wieder beim Gleichen, landest immer wieder in der Mitte. Im Endeffekt geht es darum, für mich, so habe ich es verstanden, wie baut die Natur.